Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Germanen. Und wir spielen heute mal eine etwas alternative Kampagneneröffnung. Wir spielen eigentlich eine kurze Kampagne. Wir haben auch schon ein paar Runden hinter uns gebracht. Und unsere erste Maßnahme war es, die Briten auszuschalten, Samaroprivalondinium, Eburacum und Deva. Das haben wir auch geschafft. Und dann haben uns im vorletzten Part ganz unerwartet die Gallier den Krieg erklärt. Ich weiß nicht warum, denn die Gallier hatten zu dem Zeitpunkt schon Krieg mit den Römern. Und ja, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Wir wollen jetzt noch schnell Limonum und Alesia holen und dann können wir die Gallier eigentlich in Ruhe lassen. Die werden uns dann nicht mehr gefährlich. Und wir können uns dann langsam Richtung Osten weiter orientieren. Das machen wir auch. Wir müssen irgendwann Krieg mit Dakien führen. Da sind wir aber gar nicht so hinterher. Das ist gar nicht mal so wichtig für uns. Was ich mir gedacht habe, was cool sein könnte, wäre, wenn wir mal einen Diplomaten rüber nach Armenien schicken. Obwohl, warten wir doch einfach, bis die Armenier zu uns kommen. Die kommen ja auch irgendwann bei uns vorbeigeschneit. Ja, wir gucken uns mal die nächste Runde an. Ich glaube, hier brauchen wir noch eine Runde. Ach nee, genau, Vicus Goti, das erobere ich noch schnell. Und dann springen wir gleich wieder ins Spielgeschehen zurück. Genau, 1946. Na, das ist ja mal ganz cool. Da können wir dann bald auch einen Hafen bauen. Haben wir bald eine Wachstumsgrenze erreicht. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, Vicus Goti ist eingenommen, mit ein paar Verlusten bei der Speerträgerbande, aber davon sind wir ja auch ausgegangen. Ich habe jetzt mal direkt hier eine Mine in Auftrag gegeben. Je früher man diese Dinger baut, desto eher lohnen die sich ja. 400 Mann ungefähr sind ums Leben gekommen bei der Eroberung. Ich muss mal gerade gucken, das sind wie viel? 241, ne? Ah ne, doch nicht, dann sind nur 200 irgendwas ums Leben gekommen, alles klar. Ja, wir brauchen halt eine Einheit Bauern hier schon zur Garnison eigentlich. Ich muss mal gucken, vielleicht kriegen wir doch tatsächlich irgendwie aus Damme oder sowas noch eine Einheit. Wobei Damme schon echt wenig Einwohner hat. Immerhin... besser als nix. Hier sind wir bei 1700. Bei 1700. Wäre vielleicht echt gar nicht so schlecht, wenn wir dann doch eine Einheit Bauern hiervon nehmen. Dann machen wir den mal gerade raus. Weil wir ja da drüben auch noch ein paar Einheiten fortbilden müssen. Das ist dann, glaube ich, ganz angebracht. Dann holen wir die halt eben aus diesen anderen Territorien. Ja, und dann können wir uns mal die nächste Runde angucken. Wahrscheinlich werden wieder überall Rebellenarmeen entstehen. Schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Aha, er zieht eine Armee aus Alesia raus. Das ist interessant. Ach, ich wollte doch ein Bündnis mit dem Senat holen, ne? Ja klar, den nehme ich gerne. Ich kann Generäle gut gebrauchen. Es sind halt, für mich ist das eine Weise, um günstig an neue Kavallerieeinheiten zu kommen. Warum kann ich dem Senat auch ein Bündnis anbieten? Ah ja, also. Geht das mit den Skipionen bestimmt auch. Machen wir das. Holen wir uns mit allen Römerfamilien ein Bündnis. Das ist bestimmt gut. Ach nee, guck mal, er hat sie aufgeteilt. Zu Diensten. Ja. Ist ja ein Ding. Ja. Das ist aber eher eine geringe Bewegungsreichweite. Gegen so viele Armeen kann ich nicht auf einmal kämpfen. Das ist nicht so gescheit. Wir greifen Limonum an. Die Siedlung wird belagert. Ich denke mal, das dürfte überwiegend eine Söldnerarmee sein. Oder eine davon zumindest dürfte eine Söldnerarmee sein. Ja. Dann machen wir das wie folgt. Befehle? Dann machen wir das wie folgt. Wie hoch ist die Warum haben die denn so viel Bewegung? Die haben so viel Bewegungsreichweite. Guckt euch das mal an. Der steht mitten in der Pampa. Aber gut, wir wissen ja, dass ihr dabei öfter cheatet, damit sie da noch irgendwie eine Stadtbelagerung oder sowas machen kann. Also das ist jetzt auch schon mehrfach passiert bei meinen Let's Plays. General. Da wundert ihr euch natürlich nicht. Ja. Befehle? So, wir gucken mal gerade. Bündnis angekündigt. Germanien und Senat. Cool. Krieg erklärt. Griechen und Makedonen. Na, das hat aber lange gedauert. Das ist doch normalerweise früher der Fall.
Ich glaube, die haben auch noch keinen Krieg mit den Römern, wenn ich da jetzt nichts übersehen habe. Genau, du holst mir hier auch noch einen Kaff und noch so einen Schrein oder so ein heiliger Hain. Ach ja, genau, da kann man vielleicht auch ganz kurz mal was sagen. Hier zu der Geschichte mit diesem heiligen Hain des Donar. Und zwar, da mache ich mal gerade einen ganz kurzen Einschub, weil es gerade passt. Und zwar aus dem Buch von Rudolf Simek, Götter und Kulte der Germanen. Ich blätter mal kurz an die entsprechende Stelle. Es ist nämlich relativ interessant. Er hat sich an einer Stelle damit auseinandergesetzt, ob die Germanen wirklich sowas wie Tempel hatten oder nicht. Und da suche ich mal gerade die entsprechende Stelle. Und zwar auf Seite 35 ist jetzt nur ein ganz kurzer Auszug, aber wirft einen interessanten Aspekt auf die Wahrnehmung der Germanen in der antiken Welt. Die Funde von Guldgubber, also Guldgubber sind so kleine Goldbleche, die oftmals ja so figurative Darstellungen tragen, also die eben entsprechend bearbeitet wurden. In der jüngeren oder in jüngster Vergangenheit entdeckten und ausgegrabenen Hallenbauten der Völkerwanderungszeit in Skandinavien haben auch der lange diskutierten Frage nach der Existenz heidnisch-germanischer Tempel neue Aspekte verliehen. Tacitus hat in seiner Germania, Kapitel 9, dezidiert festgestellt, dass die germanischen Stämme überhaupt keine Tempel gehabt hätten, sondern ihre Götterbilder in heiligen Hainen aufstellten, da sie es angeblich für unangebracht hielten, Gottheiten einzuschließen. Und Tacitus schreibt, jetzt hier in der deutschen Übersetzung: Es verträgt sich nach Ansicht der Germanen nicht mit der Erhabenheit der Himmlischen, sie in Tempeln einzuschließen und menschenähnlich darzustellen. Und Rudolf Simek fährt dann fort. Andererseits erwähnen die mittelalterlichen isländischen Sagas immer wieder Tempel, selbst in Island, aber besonders in Norwegen und Schweden. Und schon unser Hauptinformant für das spätwikingerzeitliche Skandinavien, der Historiograph Adam von Bremen, spricht in seiner hamburgisch-bremischen Kirchengeschichte, der sogenannten Gesta Hamburgensis Ecclesiae Episcopum, Römisch 4, Seite 26 folgende, ausführlich den angeblichen Haupttempel der Schweden in Uppsala. Ah, er bespricht ihn dort. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, spricht gesagt. Die fantasievolle Beschreibung des Tempels hat schon mehrfach zu Nachgrabungen unter der Kirche in Alt-Uppsala geführt, ohne dass man viel mehr als ein kleines und noch dazu sehr unvollständiges Quadrat von Pfostenlöchern unter der ältesten Kirche hat feststellen können. Für das auch in anderen Quellen, aber ohne Beschreibung des angeblichen Tempels erwähnte Hauptheiligtum der Schweden, scheint dies aber ein unzureichender Nachweis zu sein, selbst wenn man immer wieder geistreiche Rekonstruktionsvorschläge dieses Tempels vorgelegt hat. Und insofern kann man hier also erkennen, dass die Entwickler von Creative Assembly hier in dem Falle eigentlich doch eher der antiken Sichtweise auf die germanischen Kulte gefolgt sind, also eben zum Beispiel hier bei so einem heiligen Hain des Wotan, wo dann eben ein Kult betrieben wird. Es ist aber wohl so, dass es wohl schon so zweckmäßige Gebäude bei den Germanen gegeben hat, also Kulthallen beispielsweise und Tempel. Also es hat vermutlich auch Tempel bei den Germanen gegeben, also Gebäude, die einzig und allein eben diesem Zweck der Götterverehrung dienten. Dann gab es eben noch diese sogenannten Kulthallen. Der Rudolf Simek spricht in dem Falle davon, dass das wohl Gebäude waren, die mehrere Zwecke erfüllten, aber eben auch für religiöse Praktiken genutzt werden konnten. Ja, und eine ganz wichtige Sache ist dann in dem Zusammenhang noch, wir wissen eigentlich fast gar nichts darüber, wie jetzt so ein Kult bei den Germanen genau ausgesehen hat. Das Problem an der Sache ist einfach, dass die Überbleibsel dieser Opferrituale beispielsweise, wie Tierknochen und ähnliches oder diese Metallplättchen und weiteres, das ist ja erhalten geblieben. Aber von den anderen Sachen, welche Tänze da aufgeführt wurden oder welche Lieder gesungen wurden, das wissen wir eben nicht. Das General. wird wahrscheinlich auch gar nicht mehr großartig geklärt werden können. Also insofern bietet hier,
bietet sich nur hier viel, viel Raum für weitere Nachforschung, vor allen Dingen eben für Nachforschungen archäologischer Art, was ich ja schon im ersten Teil dieses Let's Plays gesagt habe, dass das eigentlich eine ganz, ganz sensationelle Sache ist, wie man hier versucht, über archäologische Kenntnisse eben diese frühen Kulthandlungen eben zu erschließen. So, jetzt machen wir mal hier weiter im Programm. Ich wollte euch diesen Exkurs aber nicht vorenthalten, weil ich das sehr interessant finde. Und wir haben hier Hochzeitsfeierlichkeiten. Der Roland von Renus, der heiratet die Hedwig. Ach so, ja, das war genau der Typ, den wir da eben hatten, ne? Rundenbericht 5.1 zu 4.9. Oh, das ist jetzt schon wieder, das ist jetzt kritisch. Das wird jetzt langsam kritisch. Aber wir haben noch ein gutes Finanzpolster mit 11.000 Denaren. Der Rekrutierungsbericht ist klar soweit. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie wir hier vorgehen sollten gegen die Gallier. Also das hier unten, das dürften wir schaffen nächste Runde. Das dürfte eigentlich gehen. General. Wir machen das. Ich komme ja wahrscheinlich nicht General. Bis darüber, ne? Nee. Befehle, Häuptling. Auf der anderen Seite hat er hier, das ist jetzt von der IE strategisch gesehen, relativ guter Move, denn er hat Befehle. Sich ja hier jetzt gegen die... er hat sich ja jetzt hier relativ gut positioniert, muss man sagen. Häuptling. Ja. Die Armee an sich, ihr seht, das ist größer als, das ist fast eine Full-Stack-Armee. Und mit den Truppen, die er da drin hat, wäre es dann wahrscheinlich auch eine. Stell dir mal gerade hier in den Wald. Also, da sehen wir, das sind ein paar Speerträgerbanden und so weiter. Und das da. Da ist jetzt auch mal einiges an Kavallerie dabei. Das ist natürlich gefährlich für uns. Okay. General! Und dann mach es wie folgt. Du baust mir noch hier einen Speerträger. Und du baust mir in Londinium auch einen Speerträger. Den werden wir gleich dann hier rüber karren. Dann nimmst du mir einen Speerträger mit hier rüber. Erstmal einen. Verlasse die Armee. Ja, General. So, dann hätten wir da drei. Dann nehmen wir noch einen... Nehmen wir noch einen vierten? Bin mir gerade nicht so sicher. Dann haben wir zwei, drei. Er wird wahrscheinlich, vielleicht wird er nächste Runde schon Befehle. Belagern. Befehle. Okay, wir machen es folgendermaßen. Herr? Ja. Befehle? Befehle? Wir machen es folgendermaßen. Du gehst hier hin. Nimmst den General. Ich kann kein Vor hier bauen, das ist nicht dein Ernst. Ach du meine Fresse. Ah, ich hab's verrafft, ne? Das ist ja. Im Wald kann man kein Vor errichten, ne? Mhm. Okay, dann müssten wir uns da wahrscheinlich zurückziehen. Wenn wir dort angegriffen würden. Vielleicht wären wir auch gar nicht angegriffen, aber ich denke, wir werden von ihm hier angegriffen. Ja, General. Da brauchen wir dann ein bisschen Glück. Dann pass auf, dann nimm hier mal zwei mit. Verlasse die Armee. General! Und dann stellst du dich mal hier in den Wald. Bereit zum Hinterhalt. General. Befehle. General. General. Ja, nee, dann das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Ich habe nicht gedacht, wir hätten vielleicht hier einen Vor aufschlagen müssen, aber ich glaube, da wären wir mit den Einheiten ja gar nicht hingekommen. Und neben der Stadt, in dem Bereich hier kann man ja auch keinen Vor aufschlagen. Also hätten wir vielleicht hier eins hinstellen müssen, wobei, ach, ist jetzt auch egal. Wir werden da noch durchkommen, ich sag's euch. Ja, bitte mal fort. General. General. Du stellst dich hier hin. General. Befehle. Befehle. Und hier hin. So, jetzt greifen wir den mal gerade an. Das mache ich jetzt mal gerade noch ohne euch. So, ich bin wieder zurück. Wir bauen mal hier noch schnell einen Wachturm hin. Damit wir diese Straße dann noch im Auge behalten können. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir mit den Leuten hier rüber wollen. Hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt echt nicht. Vielleicht gehen wir auch wirklich hier weiter in Richtung Vicus Goti.
Oder legen uns jetzt mal mit den Skythen an. Marschieren! Wir können nicht weiter! General! Das ist vielleicht echt eine Überlegung, ne? Schließe mich der Armee an! Ja, Befehle? Herr? Ja, ich denke mal, wir versuchen es eher so. Weiter geht es nicht. Herr? Herr? Unmöglich. Unterwegs. Mit Darkin könnten wir es natürlich jetzt auch schon aufnehmen, aber ich denke, wir legen uns jetzt mal erst mit den Skythen an und gucken, dass wir die irgendwie aufreiben können. Ansonsten sind aber überall Gebäude in der Queue drin, ne? Soweit das irgendwie... Jawohl, alles klar. Das Funktio klappt. Ja, gucken wir uns mal die nächste Runde an. Habe ich meinen Diplomaten schon bewegt? Ja. Jo, habe ich. Alles klar. Dann, ja, gucken wir uns mal die nächste Runde an. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Ah ja, okay, gut. Ich überlege echt, ob ich mich dieser Herausforderung stellen soll. Wir sind 2-1 unterlegen. Aber er hat keine Kavallerie dabei. Wir werden diese Schlacht machen. Ja, doch. Wir werden diese Schlacht machen und ich denke, wir werden sie auch gewinnen können. Wartet auf meine Befehle. Warte mal, wenn ich das auch richtig sehe, ne? Wir sind ja nicht in einen Hinterhalt geraten, sondern wir haben die anderen in einen Hinterhalt gelockt. Genau, und dann kümmern wir uns mal direkt um seine Generalseinheit, schlage ich vor. Einheiten, rettende Söldner. Vorstoßen! Marschiert! Einheiten! Wehre! Wehrträgerbande! Wehre! Das ist ein Plänkler, okay. Wehrträgerbande! Standardformation! Wehre! Macht sie nieder! Wehre! Schlachtet sie! Wehre! Los! Wehre! Macht sie nieder! Der Kriegsherr des Feindes flieht wie eine verschreckte Ziege. Jagt ihn! Ziegen kann man gut verspeisen! Ha! Wehre! Halt! Tötet Wehre. Sie! Wir marschieren! Tötet sie! Hey! Hey! Was macht denn ihr da? Nee, nicht frontal reinreiten, das wäre, glaube ich, nicht so geil. Oh, warum kann der sich so einfach hier immer aus dieser Umklammerung lösen? Na komm. So, jetzt reiten wir einmal in die Plänkler-Kriegsbande rein. Die müssen wir doch relativ zügig aufreiben können. Okay, da drüben geht's rund. Das sieht gut aus. Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Unsere Krieger würden eher sterben, bitte auf. Als zu fliehen. Und formiert euch nochmal gescheit. Und du machst hier wieder irgendeinen Scheiß. Das kann doch nicht sein. Das ist eine reguläre Kriegsbande, okay. Greift jetzt bitte ihn hier an.
Gut. Ich meine, ich hatte das irgendwie ausgeschaltet, aber ist okay. Jawohl. Der Feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Sehr gut. Jagt und tötet sie alle. Sehr, sehr gut. 2-1 Unterlegenheit hatten wir. Und wir haben es trotzdem geschafft. Ja, Leute, ich spiele wirklich auf sehr schwer. Es ist, glaubt's mir. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich spiele wirklich auf sehr schwer. Und es geht echt so. Es flutscht wirklich richtig mit dieser Kriegsbande. Der Wahnsinn. Der hat schon 2 Goldwimpel jetzt, der Jen. Das ist der Wahnsinn. Der Typ ist der personifizierte Hass. Also jetzt aber bitte auch den Rest. Wer fehlt? Da ist er. Forrest, lauf! Nicht gekriegt. Da helfen auch die Goldwimpel nix. Ja, aber gut, das ist doch mal eine ordentliche Quote. 50, sogar noch mehr. 55-1 ungefähr, ja. Krasse Scheiße. Ja, Erfahrung für den Kriegsherren, ne? Verlust erlitten, 514-1. Getötet, 702. 302. Ja, und die barbarische Kavallerie nur 104. Also die haben wir nicht so offensiv einsetzen können, aber die hat halt auch keine Upgrades, ne? Die benutzen wir wirklich nur, um die flüchtenden Truppen aufzureiben. Und das hat hier jetzt wirklich sehr gut geklappt. Okay, das da könnte jetzt wirklich dann mit der Belagerung tatsächlich noch was werden. Immer noch nicht, danke. Mm-mm. Ja, ja, klar, immer her damit. Ich brauche Generäle. Ich brauche vor allen Dingen auch in Britannien brauche ich noch einen General. Ja. General. Ja, das sollte eigentlich klappen, dass wir jetzt hier also eine koordinierte Belagerung von Alesia starten. Dann haben wir immerhin mal 5 Phalanx-Einheiten und 3 Kavallerieeinheiten, 3 recht gute Kavallerieeinheiten sogar. Und sollen wir hier noch ein paar Einheiten mit dazu nehmen? Ich weiß es gerade gar nicht. Das machen wir alles im nächsten Part aus, würde ich sagen. Wir schauen uns noch den Baubericht an. Wir bauen natürlich auch hier wieder einen Hafen. Wir bauen hier einen Markt. Und wir bauen hier die Farmgemeinschaft. Gut. Ach ja, okay. Wir sehen jetzt hier wohl der Versuch der Darker, uns den Krieg zu erklären. Dann gehen wir schon mal hier runter. Aber es bleibt da auch nochmal zu konstatieren, dass also unsere Infanterie den Darkern doch deutlich überlegen ist. Genau. Fuststorkinder. Also irgendwann muss ich diesen Rebellen da oben noch ausradieren. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal gerade. Ja, ich glaube, da nehmen wir die Leute. So, jetzt riskieren wir auch mal gerade was. Schicken den Agenten da rein. Sehr gut. General. Ich muss mal gerade quicksafen. Lauf mal hier hin und belagere jetzt mal hier Alesia. Schade, es klappt nicht. Aber ziehen wir mal die Truppen hier zusammen. Das ist doch eine ordentliche Armee. Ist recht gut. Seitenerbe und hier der Golden Boy. Hier ist Golden Boy. Krass. Der ist gar nicht mal so gut vom Kommando, ja? Also, ich denke mal, sie sind gleich, ne? Ja, sie sind gleich. Aber er hat einfach so eine krasse Leibwache. Er hat eine echt krasse Leibwache. Zeig mir mal die, die sehen wir doch hier, ne? 20-7, 21-3, 14-4. Gegen
17.13, also das ist schon übel, ne? Das ist schon übel, da ist schon was dabei. Sollen wir noch gerade Lemonum angreifen? Das haben wir im letzten Part angefangen zu belagern. Wir gucken mal gerade hier noch. Okay, Merkmal erlangt, Hochzeitsfähigkeiten ist auch gut. Rekrutierungsbericht ist egal. Ereignisse einer Seite, Familientragödie, Hochzeitsfeierlichkeiten und weiteres Merkmal. Und der Rolf wird ein besserer Kommandant, das ist schön. Ortschaft wächst. Trier, endlich, das ist auch gut. Auch hier gibt es gute Nachrichten. Das ist schön. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Du bist ja... Die Stadt ist ja jetzt gewachsen, dann geh doch mal hier auf normal mit dem Steuersatz. Dann ist das Wachstum nicht ganz so schnell. Wir machen ein bisschen mehr Geld, haben wieder einen halbwegs ausgeglichenen Haushalt. Ihr seht das übrigens hier, ne? Macht euch bitte, bitte keine Gedanken, wenn mal hier bei einer eurer Siedlungen so eine negative Zahl steht. Der Armeeunterhalt wird bei Rome Total War, für alle, die es noch nicht wissen, es kommt immer wieder vor, dass Leute, die neu in dem Spiel sind, das noch nicht kennen. Der Armeeunterhalt wird auf alle Städte verteilt und zwar in Abhängigkeit der Bevölkerungsanzahl. Je kleiner eine Stadt, desto weniger muss die für eine Armee bezahlen, desto mehr Gewinn erwirtschaftet die natürlich. Ja? Optimalerweise hat man überall eine positive Zahl. Aber ihr seht jetzt zum Beispiel hier bei Mogontiacum, das ist eine unserer größten Städte, mit 3000 Einwohnern, ja. Die zahlt also überproportional viel, deswegen hat die hier eine negative Einnahme. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, also damit kann man wirklich leben. Gut, machen wir es so. Machen wir noch die Eroberung von Lemonum. Ja, genau, die greifen wir mal schnell an. Ich meine, jetzt haben wir hier eine gute Chance, da sind ein paar Plänkler drin, die sind aber nicht gefährlich, denke ich. Gucken wir uns das mal an. Und wenn wir Lemonum eingenommen haben, dann werde ich den Part beenden. Da haben wir nochmal eine wichtige Siedlung eingenommen. Wo wir in Bälde hoffentlich dann auch noch einen Hafen bauen können. Das wäre cool. Viele Wege führen zum Sieg. Heute wird der Weg mit den Schädeln von Feinden gepflastert. Zeigt keine Gnade, wenn ihr diesen Weg geht. Greift zu den Schwertern, spannt die Bögen, kämpft mutig und beherzt wie wahre Männer. Ich finde, die Leibwache sieht hier sehr cool aus mit dieser Brustplatte und so. Das ist schon cool gemacht. Also wir müssen auch immer wieder mal im Hinterkopf behalten, dass das Spiel halt echt uralt ist, ja. Boah, das ist halt so eine geile Kavallerie-Armee. Weiß doch gar nicht, ob wir irgendwie jemals viel mehr Einheiten außer Kavallerie und Speerträgerbande brauchen werden. Die ist einfach so overpowered am Anfang. Der Rambock ist am Tor. Unsere Krieger greifen an. Jetzt ist es Zeit für große Taten. Das Tor ist durchbrochen. Eure Krieger haben mit dem Rambock tapfer ihre Pflicht getan. Wir müssen hier leider noch ein paar mehr Löcher in die Mauer machen. Das ist natürlich immer doof, weil man das danach reparieren muss. Aber zwei Löcher müssen es, glaube ich, schon sein. Der Rambock ist an den Mauern. Unsere Krieger greifen an. Jetzt ist es Zeit für große Taten. Wie geht's denn hier hin? Wir haben die Mauern durchdrungen. Möge das Gemetzel beginnen. Exakt. Marschiert! Los! Speere! Speere! Tötet sie! Tötet sie! Greift schnell an! Bewegung, Bewegung! Phalanx bieten! Halt! Macht sie nieder! Ihr rennt jetzt bitte. I do not like. Oh, halt! Ha, komisch. Aber gut, es scheint ja irgendwie zu klappen. Er flüchtet ja schon. Das war dann doch way too easy. Okay. Ich mach's wieder auf volle Geschwindigkeit. Die Belagerung würde wahrscheinlich sonst zu lange dauern. Unsere Krieger haben den Feind von seiner Mauer vertrieben. Der Weg zum Sieg liegt vor uns. Wäre.
Tötet die Jägerbande! Angriff! Speere! Stopp! Wir werden angegriffen! Speere! Schlachtet sie! Speere! Schlachtet sie! Angriff! Los! Befehl erfüllt! Okay. Speere! Speere! Sieht eigentlich ganz gut aus hier. Speerträgerbande! Angriff! Ja, das war jetzt hier ein bisschen Beschuss durch die Speerträgerbande. Greift ihr dann bitte auch an. Was ist denn das jetzt wieder hier für eine Scheiße? Naja, egal. Es müsste zahlenmäßig, müsste es locker hinhauen. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Was? Da ist eine Einheit von uns auf dem Platz. Welche Einheit ist... Ach nee, hier, der war das. Ist ja geil. Ja, machen wir Schlacht beenden. Da brauchen wir nicht mehr weiter zu kämpfen. Die Verluste waren jetzt auch ein bisschen höher, als ich erwartet hatte. Das lag an meinem forschen Vorgehen hier. Die Siedlung wird natürlich besetzt. Verbessern Fernkampfwaffen. Okay, alles klar. Wird repariert. Jetzt machen wir auf niedrig. Oh shit, ist das jetzt echt so? Sind es echt so wenige Leute nur hier? Ja. General. Ja. Was hat denn der hier mit seinen Siedlungen gemacht? Wahrscheinlich weil die halt jede Runde 300 Einheiten rekrutiert haben oder sowas, ne? Okay, pass auf, wir bilden mal hier die schwächste Einheit fort. Oder ne, wir warten einfach mal gerade. Wir warten mal gerade. Wie viele Bewegungspunkte hast denn du noch? Stoßt vor! Dann bauen wir doch mal hier einen Turm hin. Baut einen Turm! Gut. Stoßt vor! Bauen wir hier auch noch einen Turm hin. Baut einen Turm! Ja, ist doch ganz brauchbar, das da. Stoßt vor! Kannst dich mal hier auf die Brücke stellen und dann nimmt er mal gleich irgendwie so noch eine General. Einheit mit. Häuptling. Ja, Häuptling. Häuptling. Befehle. Häuptling. Wir könnten General. Hier natürlich auch so eine Befehle. Einheit barbarischer Kavallerie auflösen. Was glaube ich ganz gut ist. Das spart nochmal ein bisschen Geld. Wir haben eigentlich genug Häuptling. Kavallerieeinheiten hier. Hier sind auch Ställe drin. Dann geh doch mal mit den Jungs da hoch. General. Die Kavallerieeinheit, die behalten wir jetzt aber dort. Aber dann können wir diese Kavallerie General. Hier fortbilden. Und das ist sehr geil, weil der hat halt schon Silberwimpel. Das ist doch eine gute Erfahrungsstufe. Ja, der wird dann wahrscheinlich gleich... Der Anairin, der wird dann gleich hier angreifen. Und hoffentlich können wir dann Alesia schon einnehmen. Das wäre geil. Wäre mir lieber als gegen Vortigern zu kämpfen. Aber das sehen wir dann im nächsten Teil. Haben wir noch irgendwo ein paar Rebellen, die wir zusammenkloppen müssen? Nee, eigentlich nicht. Ne? Ich glaube auch, wir sind ansonsten mit der Runde hier so mehr oder weniger fertig. Skurrilo werden wir gleich noch wegplätten. Lovosike können wir dann einnehmen. Ich denke mal, er wird auch hier Aquinicum besetzt halten. Das ist ja aber in der Regel doch eine Stadt, die der Senat ganz gerne hätte. Also versuchen wir hier... Ja. Gemeinsames Spiel ich rede mit, Ihnen. Mit den ich rede mit Ihnen. Ja, bitte noch ein Bündnis mit den Skipionen. Das ist auch nett. Ich rede mit Ihnen. Versuchen wir hier gemeinsames Spiel mit den Römern zu machen. Da kann man sich zwar nie drauf verlassen, aber es dürfte langfristig funktionieren. So, Bündnis zwischen uns, das ist klar, Weg blockiert ist egal. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute und sage dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.